Die Metadaten sind endlich am Start. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall an, wann der nächste Airdrop stattfinden wird. Außerdem schauen wir uns alle Drops an für die New York Comic Con. Das und mehr jetzt in diesem Video. Moin Moin und willkommen an Bord. Ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit diesen super vielen spannenden Themen und noch sehr viel mehr. Deswegen bleib unbedingt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn so kannst du auf jeden Fall jede Information für dich mitnehmen, sei es der nächste Airdrop und so weiter und so fort. Deswegen unbedingt dranbleiben und ansonsten, wenn dir mein Kanal gefällt und du in Zukunft nichts verpassen möchtest von Vivi und Dekumi News, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du auf jeden Fall kein neues Video. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Wir hatten ja als letztes jetzt den Ultraman-Drop und dort gab es eine sehr interessante Sichtung, nämlich auf der Community-Website von Ultraman. Und zwar unter Nachrichten sehen wir tatsächlich auch die Ankündigung, dass NFTs bei Vivi droppen von Ultraman. Das heißt, wir bekommen hier im Prinzip die Leute wirklich auch an Bord auf dieser Seite, die halt tatsächlich auch an Ultraman Interesse haben. Also ein sehr, sehr interessanter Fact, muss ich jetzt einfach mal so nebenbei kurz ansprechen, denn das könnte auch interessant werden für den Ultraman dann vom Preis wie auch von den Editions, die noch überhaupt im Markt verfügbar sind, die man noch kaufen kann. Denn wenn das hier tatsächlich auf der Community-Seite promoted wird, ist das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen für das Collectible selbst. Und hier werden wirklich dann auch die echten Sammler jedenfalls auf diese Sache aufmerksam. Dabei muss ich aber nochmal ganz stark betonen, das ist nicht die offizielle Seite, sondern wirklich nur die Community-Webseite. Denn wenn man hier nämlich auf der richtigen Webseite unter Nachrichten schaut, ja, dann sieht man hier leider nichts, außer zum Beispiel, dass Ultraman zu New York Comic Con 2022 kommt. Mehr ist dann hier aber leider auch nicht zu sehen, aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Fakt, den ich mal mit euch teilen wollte. Und ansonsten schauen wir uns mal die Details an für die New York Comic Con, denn die ist ja schon bald, nämlich am Mittwoch startet das Ganze am 5. Oktober. Insgesamt wird es 5 Drops geben. Ich werde tatsächlich davon nur insgesamt einen mitnehmen, aber ich werde jetzt zeigen, welchen ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Starten tun wir am Mittwoch, dem 5. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit, hier mit dem Con-Exclusive New York Cover. Muss ich tatsächlich sagen, ist nicht so meins, aber wem das Ganze auf jeden Fall anspricht, der kann das Ganze für 60 Gems mitnehmen an dieser Stelle. 2900 Editions gibt es davon und insgesamt ist das auch als Rarität eine Ultra-Rare, natürlich als Edition-Typ, nur eine Con-Exclusive, da das tatsächlich ja auch nur auf der Con droppt. Ansonsten haben wir als nächsten Charakter Daredevil und das ist ein Drop, den ich persönlich sehr interessant finde, denn wir haben hier tatsächlich nur eine Rarität. Es ist die First Appearance und es wird 50 Gems kosten und 5800 Editions haben. Also muss ich tatsächlich sagen, etwas knifflig, denn die Edition-Zahl ist ja doch ziemlich niedrig und wir haben es hier mit der First Appearance zu tun. Dementsprechend könnte es in Zukunft doch sein, dass der Daredevil relativ gut gehen könnte vom Preis her. Aber ich persönlich kann das ehrlich gesagt momentan gar nicht einschätzen, da so gut wie alles irgendwie unter Droppreis geht. Selbst bei den Disney-Postern, wo man eigentlich dachte, dass sie nicht unter Droppreis gehen, sind sie sehr, sehr krass unter Droppreis gegangen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier tatsächlich auch so sein wird. Das heißt, wenn du es vielleicht günstiger kaufen möchtest, also so werde ich es auf jeden Fall machen, wenn ich es günstiger kaufen möchte, schaue ich danach auf jeden Fall auf dem Secondary Market vorbei. Ansonsten haben wir als dritten Drop dann Amazing Spider-Man Hashtag 42. Das Ganze wird als Super Limited Edition droppen und wird die First Appearance von Mary Jane Watson beinhalten. Das Ganze wird natürlich wieder mit exklusiven Rare und Ultra Covern ausgestattet sein. Das Ganze wird um 17 Uhr deutscher Zeit droppen und einen Listenpreis von 7 Gems betragen. Insgesamt, wie gesagt, eine Super Limited Edition, das heißt nur 10.000 Editions, was an dieser Stelle tatsächlich gar nicht mehr so viel ist. Und auch der Preis auf Go Collect ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das Ganze mal genau anschaut. Eine 9.6 wird hier auch für $3.600 versteigert bzw. verkauft, ist an dieser Stelle tatsächlich gar nicht mal so schlecht, im Gegensatz zu vielen anderen Comics, die in letzter Zeit hier auf Vivi gedroppt sind, wo eine 9.6 für häufig $500 auf dem Markt verkauft wurde. Und als nächstes kommen wir zu einem Collectible, was ich persönlich definitiv mitnehmen werde, nämlich Lokis Zepter mit dem Mindstone hier drin. Und deswegen werde ich den eigentlich nur mitnehmen, wegen dem Infinity Stone nämlich, weil das nämlich tatsächlich der dritte Infinity Stone ist, den wir tatsächlich auf Vivi sehen und wir brauchen ja insgesamt 6, um den Thanos-Handschuh mehr oder weniger zu bedienen. Und da wird ja sehr viel spekuliert, dass wenn man alle 6 Steine hat, auch diesen Thanos-Handschuh vielleicht geairdroppt bekommt oder tatsächlich einfach sich kaufen kann im Shop und damit dann irgendwie
interagieren kann. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier, was diesen Thanos-Handschuh oder diese Spekulation um die Infinity-Steine angeht. Deswegen werde ich den persönlich aber auf jeden Fall mitnehmen, denn für 30 Gems kann man hier wirklich nichts sagen. Und es gibt nur insgesamt 6500 Editions. Als Rarität wird das Ganze hier als Uncommon eingestuft und natürlich als eine Con-Exclusive. Als letzten Drop haben wir dann noch am Sonntag, dem 9. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit, Mysterio, ein Drop, den ich auch sehr, sehr schwierig einzuordnen finde, denn wir werden hier als erstes die Rare bekommen. Insgesamt wird das Ganze ein Blindbox-Format sein, weil wir hier nämlich zwei Editions sehen, einmal eine Rare und einmal eine Ultra Rare. Die Rare wird insgesamt nur 3000 Editions haben. Es wird natürlich eine First Appearance sein und es wird ein Listenpreis von 50 Gems betragen. Also hier etwas schwierig, tatsächlich auch wieder wie beim Daredevil von den Editions und auch First Appearance mäßig her. Als letztes haben wir dann, wie gesagt, die Ultra Rare, 2000 Editions, $50 Listenpreis und hier natürlich auch wieder First Appearance. Also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schwierig hier tatsächlich bei Daredevil wie auch Mysterio einzuschätzen, weil die Editions sehr niedrig sind und der Preis doch auch okay ist, muss man wirklich sagen. Also 50 Gems ist ja so standardmäßig. Aber ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung mal gespannt. Welchen Job wirst du auf den New York Comic Con mitnehmen? Schreib es mir unbedingt mal unten in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber zum nächsten Job. Und das ist nämlich das Marvel Artwork, was wir nämlich sehen werden von Arthur Adams. Immortal Hulk Hashtag 4. Das Ganze wieder hier, wie gesagt, ein Artwork zum Montag bis Freitag, 21 Uhr deutscher Zeit. Startquote $1500 und ja, tatsächlich ein sehr schönes Cover, muss ich wieder sagen. Also an dieser Stelle, persönlich, wenn ich das Geld hatte, würde ich das tatsächlich mitnehmen. Und kommen wir noch zu einem weiteren Drop, nämlich zum nächsten Airdrop. Und das wird nämlich von Rewind sein. Der lang ersehnte Airdrop von Rewind wird jetzt endlich kommen. Und das tatsächlich sogar mit Ansage, denn ihr habt die Möglichkeit bis zum 15. Oktober, 17 Uhr deutscher Zeit, wo nämlich dann der Snapshot gemacht wird, noch ein Pride 1 oder auch Pride 2 zu kaufen, um dann im Nachhinein tatsächlich noch den Airdrop zu bekommen. Das heißt, am 15. Oktober wird nicht der Airdrop droppen, sondern dort wird der Snapshot gemacht und aufgenommen, wer hatte bis zu diesem Zeitpunkt alles ein Rewind Collectible und der wird dann auch ein Collectible Airdrop bekommen. Das heißt, wer momentan noch eins sich kaufen möchte, mag, der kann das auf jeden Fall machen. Die Preise wurden aber leider schon beeinflusst, nämlich von einem Kommentar von David Yu in einer Telegram-Gruppe, wo er tatsächlich diese ganze Sache schon angesprochen hat, was ich sehr, sehr schade finde, denn dadurch hat das nicht jeder mitbekommen. Auf Twitter bekommt das doch nochmal eine deutlich größere Masse mit als in irgendeiner kleinen Telegram-Gruppe. Da gab es auch etwas Aufruhr, aber darauf möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter eingehen, denn das ist eine Sache für sich. Ich persönlich kann daran nichts ändern und da muss ich einfach in Zukunft was ändern. Aber das auf jeden Fall hier zu dem Announcement zu dem nächsten Rewind Collectible Drop. Und ansonsten gibt es natürlich News zu den Metadaten und hier ist, wie versprochen, zum Montag außerdem der Artikel gekommen und wirklich auch die Metadaten, auf die wir wirklich so lange gewartet haben. Und ich werde euch die auf jeden Fall mal direkt hier zeigen, nämlich im Immuter-Scan ist das Ganze teilweise schon sichtbar. Ihr müsst aber an dieser Stelle beachten, dass es noch 6 bis 8 Wochen dauert, wirklich um jedes einzelne Collectible hier einzutragen. Das heißt, wir sehen jetzt hier mehr oder weniger wirklich auch die letzten Drops schon tatsächlich in den Metadaten, wie zum Beispiel Nova. Können wir einfach mal draufklicken und dann sehen wir hier wirklich ziemlich viele Daten schon. Wir sehen das Comic-Cover, wir sehen hier auf jeden Fall die Rarität, wir sehen den Artist, wir sehen die Editionzahl, wir sehen die Series, wir sehen den Writer, wir sehen hier den Drop-Tag, wir sehen den Publisher, das Start-Year, Comic-Number und noch sehr viel mehr, beziehungsweise Comic-Artist und die Total-Editions. Also hier auf jeden Fall eine Menge, Menge Daten, mit denen man eine Menge, Menge anfangen kann. Und ich bin wirklich, wirklich super gespannt, was hier die Community wieder daraus basteln wird. Das Ganze ist natürlich auch schon für das ein oder andere Collectible, wie zum Beispiel den Ultraman 7 verfügbar. Hier Brands, Ultraman, Rare, Rarity, Live-Action, Ultraman als Series, Edition-Zahl, natürlich hier Drop-Tag, Lizenzgeber, Edition Type und natürlich die Total Editions. Also hier wirklich ein großer, großer Schritt. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, wie komme ich denn jetzt überhaupt auf Immutascan, wie kann ich das Ganze vielleicht für mich auch mal anwenden, dann ist das ganz einfach. Geh einfach auf immutable.com und dann gehe ich auf Start Building. Dann kommst du auf diese Seite und dann musst du hier einfach nur auf Visit Immutascan gehen und dann hier oben in der Suchleiste einfach nur eintragen,
Vivi und dann landest du hier, wo du dir das Ganze dann anschauen kannst. Also wirklich, wirklich sehr, sehr cool und ich bin sehr, sehr gespannt, was vielleicht auch mein NFT-Tracker wie auch viele andere Leute daraus machen werden. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt an dieser Stelle für Vivi, denn das ist auf jeden Fall eine Grundlage für viele, viele weitere Steps, die wir mit unseren Vivi-NFTs in der Zukunft machen können. Und das war es jetzt tatsächlich auch schon wieder mit diesen ganzen News. Wenn dir das ganze Video an dieser Stelle gefallen hat, dann drop unbedingt ein Like hier unter dieses Video. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Mach es gut und ciao, ciao.